Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich liegt mal wieder ein Motorola Smartphone hier auf meinem Tisch. Das Motorola G82 wurde mir zum Testen von Motorola Deutschland zur Verfügung gestellt. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Vielen Dank dafür. Ja, und warum freue ich mich, dass G82? Ja, geht vom Preis her so ein bisschen in die Mittelklasse, 329 Euro UVP, aber die Ausstattung lässt wirklich aufhorchen. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an im Unboxing und Ersteindruck. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's nach dem Intro. Ja, verpackungsdesigntechnisch hat sich nicht viel getan. Motorola behält das Design doch wirklich schön bei. Hier das Motorola-Logo Moto G82 5G, also auch das Gerät 5G-fähig für 329 Euro. Ist das aber auch notwendig, weil genau in diesem Preisbereich doch einige Hersteller Geräte platzieren und da doch wirklich sehr, sehr viele Konkurrenz dann da ist und das Gerät soll ja nicht untergehen. 329 Euro, wir schauen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Wir ziehen die Verpackung auf, legen sie wie immer hier nebenhin. Hier schon oben auf Motorola typisch das Gerät mit einer Hülle drumherum. Legen wir erstmal auf Seite. Der Lieferumfang ist bestimmt auch schnell abgetan. Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Vor lauter Eile. Wir können uns aber ja Zeit lassen. Hier die SIM-Nadel. Dann haben wir hier User Guide und Safety Information. Das ist ganz klar, ist immer dabei. Ja. Ein Lade- und Datenkabel, was haben wir hier? USB-C auf der einen Seite und USB-A auf der anderen Seite. Ja, hier macht Motorola noch ein bisschen Unterschied zwischen High-End und Mittelklasse. Hier das Netzteil dann bei 30 Watt ist in Ordnung für den Preis, könnte natürlich auch ein bisschen schneller sein. Und der Unterschied ist zur High-End-Klasse, dass hier nicht USB-C auf USB-C ist, sondern USB-C auf USB-A, wie ihr hier seht. Legen wir auf Seite, keine Kopfhörer, aber da kennt ihr ja meine Meinung dazu. Wir machen hier vorne die Folie gleich mal ab, weil wir gehen sowieso alles nacheinander durch. Ihr kennt meine Videos, da kommt ihr nicht zu kurz. Dann die Hülle, die ist nichts Besonderes hier, ein bisschen milchig gehalten am Rand, sonst halt Silikon durchsichtig, der Kamerabump und alles halt schön ausgeschnitten. So, kommen wir zum Gerät selbst. Und hier auf der Rückseite ist Kunststoff, aber er ist sehr hochwertig. Also ich kann wieder fast nicht sagen, ob es wirklich Kunststoff ist oder ob es doch Glas ist, aber es hört sich an wie Kunststoff. Es lässt sich auch hier an der Kamera hier seitlich etwas eindrücken. Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es Kunststoff ist. Wenn es Glas ist oder irgendwas anderes, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Es gibt 3 verschiedene Farben, Grau, Schwarz und Weiß. Hier würde ich sagen, ich schaue mal auf die Verpackung, habe ich Grau. Man könnte es verwechseln mit Schwarz, deswegen wollte ich nochmal genau schauen. Kamerabump kommen wir gleich dazu. Das folgt dann noch hier im Laufe des Videos. Der Rahmen ist auch aus Kunststoff. Wir sehen keine Antennenstreifen. Die sind dann unter dem Kunststoff angebracht. Dann haben wir hier einen Powerbutton und hier dürfte auch der Fingerabdrucksensor mit integriert sein. Weiter oben und bei Motorola leider immer zu weit oben die Lauter- und Leiser-Tasten. Auch der Power-Knopf ist relativ weit oben. Das könnten die eigentlich so ein bisschen weiter runterrutschen. Aber so hat jeder Hersteller halt auch seine Innereien verbaut. Und dann haben die halt auch nur da Platz, wo es dann halt die Designer platzieren. Man kann das nicht einfach mal so verrutschen. Weiter oben haben wir dann ein erstes Mikrofon und ein Lautsprecher. Ja, das Gerät hat Stereo-Lautsprecher und das ist wirklich für den Preisbereich, ich sag mal, nichts Besonderes mehr, aber es machen halt auch nicht viele Hersteller. Das ist wirklich sehr, sehr gut und die sollen sich auch wirklich top anhören. Ich habe mich natürlich über das Gerät vorab mal ein bisschen informiert. Die Kollegen, die das schon getestet haben, waren durchaus begeistert für in dem Preisbereich von den Lautsprechern. Ja, wir haben hier den SIM-Schacht und da pieksen wir natürlich auch mal rein, wenn ich die SIM-Nadel hier mal greifen kann, dann schauen wir uns das dann nochmal an, was Motorola uns hier anbietet. Wir haben die Möglichkeit von 2 SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte, um den internen Speicher dann zu erweitern, welche nach meiner Information als einzige Ausbaustufe in 128 GB zur Verfügung steht. Also da könnt ihr dann aber mit einer Micro-SD-Karte den Speicher dann erweitern.
machen wir hier wieder vorsichtig rein. Sonst haben wir hier links nichts auf der Seite. Dann haben wir hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag sowas, wenn sowas noch verbaut ist. Machen ja in der Mittelklasse immer noch einige Hersteller. High-End-Geräte haben dies natürlich nicht mehr. Ein weiteres Mikrofon, USB-C 3.1 Port zum Laden des Geräts natürlich und zum Übertragen von Daten auf ein anderes Gerät oder halt also auf ein anderes Smartphone oder halt auf ein Laptop oder so. Der zweite Lautsprecher und hier nochmal zu erwähnen, Dolby Atmos fähig. Das ist wirklich sehr, sehr cool, dass das in dieser Preisklasse auch mit dabei ist. Maße des Geräts, und es ist wirklich sehr schön handlich, sind wir bei 74,5 mm auf 160,9 mm und es ist 8 mm dick oder dünn, wie man auch immer mag. Also ich würde sagen dünn. Es liegt nämlich sehr schön in der Hand. Es ist nicht zu schwer, 173 Gramm. Also hier das Handgefühl vom ersten Eindruck ist wirklich sehr, sehr gut, dass hier auch noch die Kanten hier ein bisschen abgerundet sind von der Rückseite, ist wirklich auch gut. Das unterstützt nochmal das tolle Handgefühl. Wir schalten das Gerät mal an, hoffen, dass ein bisschen Power drauf ist. Ihr seht 0%, das ist natürlich jetzt schade. Ich muss das schon mal ein bisschen anladen. Dann machen wir mal hier mein Kabelwirrwarr. Das ist jetzt einfach live und es bleibt auch drin. In der Hinsicht live ist es natürlich nicht, aber es bleibt auch in meinem Video jetzt drin. Ich erkläre euch nochmal jetzt erst, welches Display wir hier verbaut haben. Wir haben hier auf der Front ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Full HD Plus Auflösung, sprich 1080 x 2400 Pixel mit einer Pixeldichte von 402 ppi. 120 Hertz. Bildwiederholungsrate ist ja auch mit an Bord, wirklich sehr, sehr gut. In dem Preisbereich machen das ja nicht viele Hersteller, aber es ist Motorola auch und das ist wirklich sehr cool. 100% DCI P3 Farbraum und hier oben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, eine kleine Punch-Hole-Notch. Der Fingerabdrucksensor, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist hier am Power-Button integriert und nicht im Display. Aber das sehen wir gleich, wenn wir das Gerät dann gleich mal einschalten können. Hier seht ihr das Kabel, es ist jetzt mal am Laden. In der Punch-Hole versteckt dann Motorola ein 16-Megapixel Frontkamera-Sensor mit einer Blende von f2.2. Darüber könnt ihr natürlich per Gesichtserkennung das Gerät auch entsperren und Full-HD-Videos drehen, HDR-fähig ist die Frontkamera, auch mit einem Night Vision Auto-Modus. Also da bin ich wirklich sehr drauf gespannt. Fotos von dem Gerät und über das Gerät könnt ihr natürlich bei mir auf Social Media sehen. Ich blende euch hier oben mal was ein. Bei Kameras, wenn das Gerät noch ein bisschen ladet, gehen wir natürlich auf die Rückseite und hier haben wir drei Sensoren und hier auch in diesem Preisbereich eher selten zu sehen, der 50 Megapixel Sony JN1, der zum Beispiel auch in High-End-Flaggschiffen als Ultraweitwinkelsensor zum Beispiel benutzt wird. Wirklich sehr, sehr cool, dass solch ein guter Sensor in dem Gerät verbaut ist. Für 329 Euro ist das wirklich sehr, sehr cool. Optisch bildstabilisiert ist der Sensor auch noch, das ist auch wirklich sehr cool. 8 Megapixel Ultraweitwinkelsensor mit einer Blende von f2.2 ist dann der zweite Sensor, der hier verbaut ist. 118 Grad Weitwinkel, der dritte Sensor ja ist eher ein Platzhalter, also den hätte ich lieber weggelassen. Es kommen jetzt ja so, zum Beispiel Asus macht das oder halt auch das Nothing Phone One, das überall herumgeistert in jedem ja technischen Bereich, nur noch zwei Sensoren zu verbauen, und ich würde es auch mehreren Herstellern empfehlen, so einen Platzhaltersensor einfach wegzulassen. Der Hauptsensor kann Full-HD-Videos aufnehmen in 60 FPS. Schade, dass hier kein 4K vorhanden ist, aber das dürfte an dem verbauten Prozessor liegen, zu dem wir natürlich gleich auch noch kommen. Optisch bildstabilisiert, wie gesagt, Laser-Autofokus, HDR, Night Vision-Modus, nennt Motorola seinen Nacktmodus. Ein Profi-Modus ist auch mit an Bord, da könnt ihr natürlich alles einstellen, Blende, Belichtung, alles was das ja Kameraherz begehrt, und es gibt auch einen 50-Megapixel-Modus, um halt wirklich mit vielen Details Fotos dann auch zu schießen. So, jetzt ist genug Power da gewesen, um das Gerät einfach mal zu starten, und ich habe es dann auch schon gleich ein bisschen eingerichtet. Hier natürlich Android 12 in ja fast der reinsten Form, ein paar Moto
Verbesserungen nennt Motorola das. Ihr kennt das. Das Hacken dann, dass dann die Taschenlampe angeht oder halt das Twisten, dass die Kamera angeht und so weiter, hat Motorola halt hier noch integriert. Wir schauen uns mal was Helleres an hier in den Einstellungen, dann könnt ihr auch mal von dem Display die Ränder sehen. Es ist ein gerades Display und halt die Ränder werden zum Glück auch bei Motorola immer dünner. Sie bekommen das immer besser auf die Reihe und hier bei dem AMOLED-Display mit satten Farben, Blickwinkelstabilität und so weiter ist das wirklich sehr schön anzusehen. Android 12, wie gesagt, in der reinsten Form, also hier kaum Bloatware installiert oder eigentlich gar keine. Hier, ihr seht, das war's schon. Die Google-Dienste natürlich installiert und halt Motorola mit einer eigenen App dann vertreten. Ja, ich habe erwähnt, die Hauptkamera kann nur in Anführungszeichen Full HD 60 FPS Videos aufnehmen. Das liegt sehr wahrscheinlich an dem Snapdragon, der hier verbaut ist, der Qualcomm Snapdragon 695. Es ist der Octa-Core mit 2,2 GHz, Adreno 619 Grafikeinheit. Dann haben wir hier 6 GB LPDDR4X RAM, 128 GB UFS 2.2 interner Speicher. AnTuTu Benchmarkpunkte 390.000 ist für die Mittelklasse ein recht guter Wert. Man kann da bestimmt auch einiges drauf zocken. Natürlich grafisch intensive Spiele kann man dann natürlich nur mit Einschränkungen und halt mit den Einstellungen nach unten gedreht dann auch dann zocken. Ja, konnektivitätsseitig ist aber alles mit an Bord. 5G auf beiden SIM-Karten hier zu verwenden. LTE natürlich auch. WLAN 2,4 und 5 GHz. Das neueste Wi-Fi 6 fehlt leider hier. Aber Bluetooth 5.1 ist eigentlich relativ aktuell. Für die Mittelklasse reicht das auf jeden Fall. NFC zum mobilen Bezahlen. 5000 mAh stark ist der Akku mit 30 Watt mit dem mitgelieferten Netzteil zu laden. Dann Wireless Charging wird hier nicht angeboten, aber das für 329 Euro ist für mich zumindest nicht unbedingt nötig. Ja, jetzt könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr erstens die Marke Motorola findet, ob ihr euch auch ein Motorola Smartphone zulegen würdet und halt ob das G82 5G, nennen wir das mal in der vollen Ausführung, für einen Preis von UVP 329 doch auch was für euch wäre. Ich kann es durchaus von den ersten Eindrücken jetzt für das Gerät für den Preis empfehlen. Die Kamera ist wirklich sehr, sehr gut. Das Display ist sehr, sehr gut bei der verbauten Hardware, der Snapdragon 695. Der könnte doch etwas stärker sein, da eher ein etwas besserer verbaut. Aber ich sag mal, das ist ja auch nicht bei jedem unbedingt so wichtig. Viele brauchen eine gute Kamera, die ist vorhanden. Viele wollen ein schönes Display, das ist vorhanden. Und das bei diesem Preis wirklich von meiner Seite aus doch durchaus zu empfehlen. Ja, das soll es gewesen sein mit kleinen Hindernissen zu dem Motorola G82. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!